Acht Zähne und Fragmente eines Unterkiefers, ein Fund in der sogenannten Müsliya-Höhle im Karmelgebirge, der Forschungsteams staunen lässt. Denn die bislang ältesten Überreste des Homo sapiens außerhalb von Afrika verraten damit überraschende Erkenntnisse zum Leben und der Wanderrouten der modernen Menschen. Im Klartext die bekannte Out-of-Africa-Theorie, also die Theorie, wie die Menschen aus Afrika gekommen sind, muss wohl neu geschrieben werden. Ihr habt euch dieses Thema in der WhatsApp-Community gewünscht, Link am Ende des Videos, und bekommt jetzt alle interessanten Facts zu diesen Überraschungsfunden in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht habt ihr es auch noch so im Geschichtsunterricht gelernt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Homo sapiens vor rund 300.000 Jahren in Afrika. Doch die bislang ältesten Fossilfunde, die eindeutig dem Homo sapiens zuzuordnen sind, sind nur rund 160.000 Jahre alt. Doch genetische Hochrechnungen ließen Forschungsteams weltweit dennoch von der Entstehung unserer Vorfahren vor rund 300.000 Jahren ausgehen. Vor etwa 60.000 bis 120.000 Jahren soll der moderne Mensch laut der sogenannten Out-of-Africa-Theory dann Afrika verlassen haben. Das zeigen Funde aus dieser Zeit. Die aktuellen Funde aus der Müsliya-Höhle, die nur einige Kilometer von der Hafenstadt Haifa entfernt ist, legen jetzt aber nahe, dass die menschlichen Vorfahren schon sehr viel früher Afrika den Rücken gekehrt haben. Nämlich ganze 50.000 Jahre früher als bisher gedacht, also vor mindestens 177.000 Jahren. Das Forschungsteam von der Universität Tel Aviv hat mit verschiedenen Datierungsmethoden gearbeitet und so das Alter der acht Zähne und Oberkieferfragmente bestimmt. Unterschiedliche Methoden, die in verschiedenen Untersuchungen und Laboren angewandt wurden, ergaben übereinstimmende und wirklich beeindruckende Erkenntnisse. Demnach haben die Fossilien ein Alter zwischen 177.000 bis 194.000 Jahre. Der aktuelle Fund stützt übrigens eine Studie aus dem vergangenen Jahr eines Forschungsteams vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten aufgrund einer Genanalyse die Hypothese aufgestellt, dass der moderne Mensch früher als bisher angenommen Afrika verlassen hatte, nämlich vor etwa 200.000 Jahren. Die neue Studie stützt zudem weitere aktuelle Erkenntnisse von Evolutionsgenetikern. Ein Forschungsteam aus Leipzig hat im letzten Jahr DNA-Untersuchungen gemacht, die nahelegen, dass sich die Wege von Homo sapiens und Neandertaler schon vor 130.000 bis 145.000 Jahren gekreuzt hatten. Zur Info, etwa 4% des menschlichen Erbguts stammen von Neandertalern. Also ließ schon diese Studie aus Leipzig vermuten, dass sich der Homo sapiens bereits vor 130.000 Jahren außerhalb von Afrika herumgetrieben hat und es dort eben auch zu sexuellen Kontakten kam. Doch der aktuelle Fund korrigiert nicht nur die Out-of-Africa-Theorie, sondern gibt auch Hinweise darauf, wie die modernen Menschen von Ostafrika nach Asien gelangt sind. Denn dazu werden zwei Routen diskutiert. Der eine Weg führt über Ägypten und die Sinai-Halbinsel. Die andere Route führt vom heutigen Äthiopien über die arabische Halbinsel. Der jetzt entdeckte Fundort spricht dafür, dass der Homo sapiens wohl zunächst über das Niltal kam. Es war der Beginn der Besiedlung der gesamten Erde durch den Menschen, den Homo sapiens. Es ist jetzt also noch früher passiert und vielleicht gibt es da bald noch mehr und noch genauere Erkenntnisse. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann schicke ich euch vor allen anderen einen Link zum neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort auch direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Es ist quasi der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke, ihr wisst, genau, vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Der Mensch ist 100.000 Jahre älter. Ja, das passt auch zu den neuesten Erkenntnissen. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.